Hallo liebe Freunde des gepflegten Motorradzubehörs und willkommen zu einer weiteren Episode von Daniel Explains. Heute mit der Triumph Speed Triple 1200 RR. Was ein Gerät. Und unser Zubehör natürlich dazu. Weiter geht's nach dem Intro. Ja, Triumph hat 2022 dieses Baby hier angekündigt und zwar die Triumph Speed Triple 1200 RR. Und was für eine schöne Maschine. Mir gefällt sie persönlich sehr, sehr gut. Natürlich ist das hier ein klassischer Racer, aber auch mit einem Racer möchte man mal vielleicht ein Wochenende unterwegs sein. Und da haben wir bei Hepco und Becker natürlich das passende Gepäck dazu entwickelt, beziehungsweise die passenden Anbauteile für unser Gepäck. Wir fangen hier hinten mal an. Da haben wir unser Sibo-System. Hier einmal für dieses Fahrzeug. Auf diesem Sibo-System bekommen wir all unsere Softtaschen, wie diese Royster Neo zum Beispiel, fixiert und abgeschlossen. Wenn man dann noch mehr Gepäck braucht, ich lasse ihn gerade mal ab, dann sieht man auch das Sportrack, denn dann haben wir hier einmal anstelle des Sozius-Sitzes unser Sportrack verschraubt in diesem Fall. Das heißt, Sozius-Sitz ab, dieses Sportrack kommt passend drauf, so auch, dass alles, was unten drunter ist, auch noch spritzwassergeschützt ist. Wir haben jetzt hier quasi eine schön stabile, beschichtete Aluplatte. Da kann man auch schon mal Gepäck befestigen oder man nutzt eben auch da wieder unsere Systemlösung, denn unser Locket-System haben wir auch für Hecktaschen, wie hier bei dieser Royster Hecktasche Sport. Da wird das Locket-System adaptiert und hier einmal auf der Platte verschraubt und kommt man in die Nähe des Locket-Systems, übernimmt der quasi die Anbringung. Um das jetzt auch mal bildlich zu zeigen, switchen wir nach vorne auf den Tank, denn da haben wir einmal unseren Royster Daypack als Tankrucksack. Mit der Locket-Variante, mit dem Locket-Verschluss und diesen haben wir natürlich modellspezifisch für die 1200 RR auch im Programm. Passt hier drauf, man kann also auch wunderbar noch weiterhin tanken, ohne Probleme. Und wie gesagt, diesen Adapter gibt es auch für die Hecktasche. Kommt man in die Nähe, macht's klack und der Tankrucksack ist fertig für die Fahrt. Jede Menge Zubehör, wie ihr seht, ohne das Fahrzeug zu verschandeln, denn ich finde es, wie gesagt, nochmal wunderschön. Für weitere Informationen geht auf unsere Webseite hepco-becker.de, abonniert doch gerne diesen Kanal und ein Gefällt mir wäre auch ganz nett und ich würde mich freuen, euch nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, allzeit gute Fahrt, euer Daniel. Ciao.